Hallo und herzlich willkommen zurück zu LS19 Landwirtschaft auf der Kandelie Map. Wir sind jetzt bei der Ernte. Wir sind gerade auf Feld 30 und ernten Weizen. Autodrive funktioniert irgendwie gerade so. Oh la la. Irgendwie will er auch nicht während der Fahrt abtanken. Warum auch immer. Hab ich irgendwie das Gefühl? Ich weiß nicht. Muss man hier irgendwo was einstellen? Binden. Und umleuchtet. Irgendwie will er nicht während der Fahrt abtanken. Muss mal gucken. Deswegen habe ich den HW8, den Überladewagen ja noch behalten. Weil so an sich passt das. Sprich, ich bin hier unterwegs mit einem Lexion 8900. Die Abfahrt ist ein John Deere und der Class Axion. Ich vergesse immer die Zahl. Muss ich mal gucken. Aber er will irgendwie nicht während der Fahrt abtanken. Kann das Auto Drive überhaupt? Irgendwie läuft es noch ein bisschen schleppend. Sonst gucke ich nämlich, ob ich das mit dem Überladewagen Auto Drive machen lasse. Cosplay, Auto Drive lasse ich am Feldrand stehen. Sonst klappt es soweit. Weil immer. Wenn er kommt, fährt er nur hinterher. Kann ja auch mal. Das ist bloß ein bisschen doof, da das noch nicht ganz so klappt, wie es soll. Das stört ein bisschen. Nee, der Dings, wo fährt eigentlich John Deere hin? Kann er nur hoffen, dass er nicht so weit wegfährt? Noch kippt er nicht. Ah, oder fährt er oben hoch zu Getreide AG? Das wäre ein bisschen doof. Die ist ziemlich weit weg. So, halt. Guck mal, da ist er wieder. Das passt ja bei 60%. Machen wir Schluss.
tu mal das Rohr raus. Oder ich mache irgendwie halt noch was verkehrt in der Einstellung. Ja, guck, der hält immer jetzt Abstand. Der kommt einfach nicht ran. Ach, jetzt? Bei 80% kommt er ran. Halt an. Wieso fährt er jetzt weg? Bist du doof? Ich muss mal wirklich auf 100% stellen. Abfahren ab 100%, glaube ich. Sonst kommt er vielleicht doch ein bisschen zu durcheinander, weil der fährt jetzt. Guck mal, der John Deere ist noch nicht mal da. Mist, dann müssen wir halt ein bisschen warten. Was macht er da? Der Junge macht mir gerade Angst. Schauen wir mal. Was der jetzt macht. Der macht. Ah, was ballert der da zusammen? So. Gucken, ob er jetzt rankommt. Guck mal, er kommt einfach nicht ran. Keine Ahnung, was der da macht. Junge! Was ist seine Aufgabe? Warum stehst du hier? Warum kippt der nicht ab?
Leute, das läuft gerade sehr, sehr, sehr dämlich. Stellen wir mal um auf. Genau, dann jetzt mal hier rein. Okay. Aha, da war das Problem. Suche auf Abfahrer. Das wäre doof, immer während der im Stehen abtanken. Ja, aber warum fährt er jetzt nicht ab? Axion Weizen 100%. Fährst du jetzt ab oder fährt er jetzt nicht ab? Weil ich habe mal hier wie in dem Tutorial mal eine blaue Linie ringsrum gefahren. Ach Mann, das ist schon wieder doof, das noch nicht ganz so klappt, wie es soll. Ja gut, der John Deere braucht jetzt auch ewig, bis er da ist. Es kann nur besser werden. Okay, der fährt. Oh, der ist schon mal hier. Schauen wir gleich mal, ob der auftaucht. Ansonsten ist Alternative noch Cosplay und... Oh. Mit einem Überladewagen. Der John Deere müsste ja auch bald auftauchen. Schauen wir mal, ob die sich ins Gehege kommen. Gut, die fahren schön dran. Ja, wunderbar, wunderbar. Beobachtet man nur Punkte. Dann schauen wir mal, ob der auftaucht. Weil klar, wenn der Drescher auch mit Helfer fährt, wäre es ja immer gut, wenn er stehen bleibt. Aber wenn ich fahre, ist es doof.
Da ist er. Sieht man ihn nicht mehr? Dann schauen wir mal, ob der auftaucht. Da ist der Axion. Ja, vielleicht mache ich doch Fruchtumfahrung an. Okay, der ist noch nicht da. Alter, die ballern aber ganz schön, ne? Schauen wir mal, ob der gleich abkippt. Der ist. Junge, wo wolltest du hin? Ja, okay. Das ist auch mein Fehler. Das müssen wir mal irgendwie noch ändern. Weil das ist doof gemacht. So, klappen wir das mal ein. Hoffe ich mal, dass er abkippt. Ja, er kippt. Autodrive macht mich gerade verrückt. Dann muss ich das andersrum machen, dass er so schräge rüber fährt und nicht die scharfe Kurve da. Dann muss ich da mal löschen und neu machen. Aber wenn es weiter so läuft, mache ich dann mit dem Überladewagen. Den habe ich ja auch noch rumstehen. Aber jetzt bin ich mal gespannt, ob er rankommt. Prozent. Ich muss sagen, mein Überladewagen hat mir bis jetzt eigentlich immer am besten gefallen. Hatte ich damals, glaube ich, auch mit Einabfahrräder gemacht. Es läuft sehr schleppend. Muss ich vielleicht mal die Co. Kurse noch mal gucken. Oben bei Bierstorf hat das eben nicht geklappt. Hier bei den Kandelinen
sich das ändern, da der anders reinfährt. Das ist zu eng. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das so gefahren habe. Bei 60% sollte er eigentlich losfahren. Siebenundfünfzig, achtundneunundfünfzig. Schauen wir mal, 60. Da kommt er. Aber ich kann wetten, dass er wieder nicht rankommt. Da guck. Der macht mich kirre. Komm her, mein. Was macht der? Kann mir das mal einer erklären? Allerdings ist noch nicht da, der Xerion, oder? Der Axion. Ah, doch. Er kommt einfach nicht ran. Man muss hier irgendwas einstellen. Jetzt kommt er. Während der Fahrt ist besser, bin ich ein bisschen schneller. Aber Leute, ich sehe schon, wir sind am Ende. Es läuft noch nicht rund. Es läuft so ein bisschen, aber es läuft noch nicht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder vorbeischaut. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.